Ja, servus und hallo und moin moin und Petri heil, meine lieben Fischfreunde. Das ist Fishing Planet, der Ultimate Fishing Simulator, der Fisherman, mit mir, den Affenkönig Dämlich, Part 66. Ihr seht es schon, ich habe mir hier auf der Karte mal zwei Buchten markiert. Die wollte ich jetzt mal ein bisschen erkunden, um mal auf Friedfisch und eventuell natürlich auch auf potenzielle Raubfische zu gehen. Da waren wir noch nicht. Ich bin immer noch am Erkunden hier, das ist aber erstmal vielleicht der vorletzte oder letzte Part hier. Dann werden wir uns auf jeden Fall mal wieder in Amerika umschauen. Aber ich werde erstmal gucken, was gibt es denn hier noch Schönes? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da könnte man doch theoretisch auf den Steg gehen, oder? Das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Cool. Das machen wir auf jeden Fall mal. So, Anmuskelche. Zack. Schön. Aber ich will mal direkt hier, die Markierung will ich auch mal entfernen. Kann ich das jetzt mit dem... Ich mag diese Boje nicht. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Zentrieren, Einstellungen hier. Kann ich die nicht einfach entfernen? Oder wo geht das denn? Viereck? Nee. Bewegen, Zoom, Orientierung, Zentrieren. Anscheinend kann ich da nicht viel machen, wa? Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das geht. Auf jeden Fall will ich jetzt erstmal schön was aufbauen hier. Ich will mal nicht ganz so nah rangehen. Am besten hier so ein bisschen Panorama mit Boot. Oh, das sieht aber auch schön aus hier. Wir haben jetzt natürlich schon sehr spät. Wir gehen ja bald in die Nacht. Und ich dachte mir, Mensch, hier könnte doch was gehen in der Nacht. Vielleicht auch ein schöner, fetter Wels. Ich will da auch gar nicht irgendwie nachgucken oder was weiß ich. Einfach probieren, so wie immer. So, das Ding haue ich hier mal schön weit raus. Den Chat, da könnte man potenziell ein paar schöne Räuber mit erwischen. Das ist ja klar, wa? So, dann leiern wir den. Leiern, leiern, leiern. Zack. Ablegen und fertig. Wäre die erste. So, die Big Ellie. Da mache ich mir mal. Könnte natürlich auch potenziell Schleiengebiet hier sein. Ich würde sagen, das probieren wir. So, haben wir das Ding einfach mal hier hin. So. Ah, das sieht nicht verkehrt aus. Okay. Hätten wir die hier und mit der guten alten Pose kann man ja... Wo ist denn meine Posenroute? Oh, da ist wohl irgendwas nicht ready. Stimmt, stimmt, stimmt. Mache ich da mal ein schönes, fettes Vorfach dran. Nehmen wir ein Titan? Nee, Titan nicht. Ich nehme aber hier so ein schönes Fluorcarbon. Das sollte ausreichen. Hakenmäßig bestücke ich das mal ein wenig kleiner. Das, denke ich, ist eine gute Größe. Futtermäßig bin ich ja immer noch eigentlich so ein bisschen auf Karpfen. Karausche gibt es ja auch. Das wäre schon ganz cool. Ich kann auch wieder mein Futter benutzen. Da haben wir nämlich, ja, da haben wir noch ein paar Einheiten. Das benutze ich dann natürlich später nochmal. Kann ich ja jetzt hier nicht dran machen. Ich nehme hier die Grieskugel. Schwierig ist halt immer nur irgendwie, finde ich, die Tiefe, wie tief man es einstellt. Aber ich hau das Ding jetzt auch mal hier in die Bucht. Hier muss doch sich was rumtreiben. Das lädt doch praktisch dazu ein. Das sieht doch einfach nur wunderschön aus. So, das sollte funktionieren. Jupp, dann haue ich jetzt hier mal schöne ein raus. Oh, schöner Biss gewesen schon gerade. Ich werde jetzt auch
einfach mal öfters machen, wenn ich hier mal was Größeres fange an gewissen Spots. Dass ich mir dann wahrscheinlich auch. Oh, schon wieder. Dass ich mir dann wahrscheinlich auch mal schön das markiere. Obwohl ich halt wirklich nicht auf diese Markierung stehe, aber hilfreich sind sie alle Male. Das steht natürlich fest. An der Pose. An der Pose knabbert was rum. An der Grieskugel. Na klar, hier sind natürlich auch Rotaugen, Rotfedern. Wobei, hatten wir schon eine Rotfeder? Ich glaube, wir hatten immer nur Rotaugen. Oh. Ja. Jawohl. So, der erste Fisch. Nein. Natürlich falsche Rute, wie immer. Ja, das scheint doch Rotauge zu sein. Ach nee, wieder eine Nase. Na gut, dann könnte man langsam mal eine größere fangen. Die sehen sich ja sowieso sehr ähnlich, außer dieser Huckel. Und ein bisschen auch die Form. Augen. Natürlich beim Rotauge. Ist klar, das leuchtet wie eine schöne frische Tomate im Sommer. Ja, die scheinen viel vertreten zu sein hier, die Rotaugen. Schau mal hier direkt davor. Da ist so ein rumgebuselt. Oh, was? Grafikfehler, okay. So aber. Ja. Genau. Ich mache die jetzt mal rechts rein, sonst komme ich immer ein wenig durcheinander, welche Route ich wann nehme. Rechts nach rechts, links nach links natürlich. Und dann nuckelt's auch schon wieder. Ich hau die mal ein bisschen ins Tiefere hier. Und mache jetzt hier mal. Das machen wir mal dran. Ach, ich habe ja das Grundfutter auch dran. Ich kann ja hier. Was haben wir denn? Tauwurm. Wenn es jetzt hier in die Nacht geht. Oh, da ist ja schon wieder was. Diesmal. Oh! Unsere erste Karausche. Und das abends um 9. Oh, schön, ja. Die sieht doch herrlich aus. Die schöne goldene Karausche. Behalten wir natürlich auch. Ah, jetzt wird es ja wirklich richtig duster hier. Dann stellen wir. Da müssten doch eigentlich die Welse auch mal ein bisschen hochkommen hier. Mache ich mir jetzt hier meinen Schreiner dran. Haken würde ich. Nee, Ritzen waren, glaube ich, das Beste. Weil da drauf einfach viel mehr Arten beißen. Gehen wir mit dem Haken mal eine 1-0. Wollen nicht die ganz kleinen Uschis fangen? Aber ich habe noch einen anderen Spot, den würde ich dann auch gerne noch mal besuchen. Auch eine Bucht. Und vielleicht auch noch mal. Was? Nee. Und vielleicht auch noch mal auf Fräulein Schleie zu gehen. Ja, hiermit könnten wir auch noch mal ein bisschen volle Kanne abhechten. Nee, aber ich nehme jetzt hier, da muss ich das Grundfutter noch runterschmeißen. Dann noch ein schönes Blei dran. So, das sollte funktionieren.
Tauwurm ist dran. 1-0er Haken auch. Hauen wir mal hier mitten ins Tiefe. Ja, so tief ist es. Ist es nicht. Aber völlig ausreichend, um da auch mal einen schönen Wels vorzufinden. Können wir uns ja jetzt noch mal. Ich habe doch auch was Schönes für die Nacht. Hatte ich nicht einen Chat für die Nacht mit, oder? Ja. Zwar nur ein kleiner 5 cm Lorch, aber ist ja besser als nichts. Und wir kommen ja auch ein bisschen raus, somit sollte das ganz gut sein. Huh, Leute, und ich bin auch ganz schön geschafft in den letzten Tagen. Bei uns ist der Winter richtig derbe eingebrochen hier in Thüringen, zumindest in unserer Ecke. Viel, viel Winterdienst, so viel wie ja seit den letzten 10 Jahren nicht mehr. Alle Achtung, sage ich da nur. Jetzt schon 3 Tage hintereinander immer von 4 bis 4 gearbeitet, also da irgendwann lässt ein bisschen die Konzentration nach. Da muss man ein bisschen Schlaf nachholen. Aber morgen ist endlich Wochenende. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? In der Pose tut sich gar nichts. Nicht mal ansatzweise, außer dass die Eritzen so ein bisschen umherschwimmen. Und die andere höre ich ja. Oh! Nein. Nicht hängen geblieben. Grundrute sollte ich ja so oder so hören. Wenn da was Schönes passiert. So wie jetzt. Ja, reicht schon aus. Ja. So, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Wer möchte denn hier den leckeren Tauwurm haben? Kein Riese. Hecht wird's nicht sein. Zander könnte ich mir vorstellen. Kleiner Wels auch möglich. Möglich, und das wäre auch löblich. Sieht ganz schön. Das könnte schon wirklich ein Wels sein. Ein besserer Zander würde mir natürlich noch mehr gefallen. Was haben wir denn? Ach, schön! Oh, eine Barbe! Geil! 2,7 Kilo ist natürlich jetzt wahrscheinlich keine große Größe, aber ich habe persönlich noch nie eine Barbe gefangen. In echt nicht. Und hier im Spiel, doch, da hatte ich schon mal eine, aber oh, ist das ein schöner Fisch. Sehr kampfstark hat sie sich präsentiert. Gibt auch ganz schön viel Knete. Dann haben wir doch gleich nochmal. Hör schon wohl in die Ecke rein hier. Das hat ja. Das ging ja auch relativ fix. So, und mein Angelurlaub für nächstes Jahr ist ja auch gebucht. Also für dieses Jahr meine ich natürlich. Haha. Ja, ich hoffe, dass alles dann glatt geht. Aber es ist noch eine Menge Zeit. Erst im September. Das dauert noch. Und ich habe auch schon was Schönes für euch vorbereitet auf YouTube. Zumindest für die Angelfreunde unter euch. Obwohl, es sind auch ein paar andere Bilder dabei. Eine kleine Diashow hinterlegt. Mit lustiger, lizenzfreier Musik. Mal gucken, wenn ich das hochlade. Wollte ich eigentlich im Januar jetzt noch tun. Wie immer mal so ein kleines Video außer Rand und Band. Also außer den. Ich wollte zwar eigentlich auch nochmal ein schönes, geiles Angelvideo direkt machen, aber da warte ich noch, bis ich mal meine GoPro habe und dann machen wir das auch mal. So, aber warum funktioniert der Chat hier nicht in der Dunkelheit? Er sollte doch schöne Barsche ans Ufer bringen. Und ich will an die Pose jetzt gleich doch nochmal
Was könnte man von Köder dranhängen? Kieskugel. Werde ich nochmal dranhängen. Irgendwie in der Ecke scheint raubfischmäßig nicht viel los zu sein. Den 2-0er wieder dran, das ist klar. Aber wir werden es ja hoffentlich herausfinden. Auch schön mit der Karausche. Karausche Nase und schöne Barbe. Barbe ist ja wirklich schön. Ach, die Pose sieht man. Die sieht man schon kaum. So, unsere Combat Loki. Ich kann natürlich auch mal den Wurm ausprobieren. Wir werfen mal hier Rinder. Vielleicht sitzen hier auch ein paar schöne Zander. Wobei der Barsch und der Hecht ja auch nicht Nein sagt. Eine Art Stop-and-Go-Faulenzen für Kollege Zander. Da sollte er eigentlich zuschlagen. Grad Außentemperatur. Ja, ist jetzt nicht, ist doch nicht frisch, aber auch so, dass man sich nicht mein T-Shirt hinstellt. Zumindest ich nicht. Also da wird schon mal das kleine Jäckchen übergeworfen. Oder der Pullover. Der Polunder. So, dieses Video solltet ihr auch wieder 1080p und 60 FPS sehen. Da tut sich doch was. Meine Freunde, da tut sich doch was. An der Posenfront. Wer hätte es gedacht? In der Nacht auf Friedfisch. Es scheint mir wieder eine schöne Garage zu sein. Dass die in der Nacht so rangehen, oh, die haben eine Färbung. Auch sehr schöne Fische, wenn auch gleich nicht wirklich kampfstark, also gar nicht zu vergleichen mit zum Beispiel, wie ich euch im letzten Part gesagt habe, mit einer Schleie. Das kann man nicht vergleichen. Die Schleien sind wirklich brachiale Kämpfer. Wenn sie in Form sind, können die schon richtig, richtig derbe abgehen. Wenn man sie nicht... Oh. Mist. Ja, das war ein Schuss in den Ofen. Wenn man sie nicht gerade direkt am Ufer fängt, also wenn man so ein bisschen weiter raushaut, sind wir wenigstens so 15, 20 Meter, macht das schon wirklich Spaß. Flachkörper macht Laune. So, aber so sollte es doch klappen, genau. Aber ich würde jetzt wirklich gerne mal noch was mit unserer Spinnrute ans Land ziehen. Ich werde jetzt hier noch einen Fisch abwarten und dann wechseln wir noch mal. Oh, dann wechseln wir noch mal den Spot. Drehe mich mal hier, wie immer, Richtung Pose. Probier jetzt mal. Ja, aber eigentlich finde ich, ist das schon eine gute Methode. Den Köder mal so ein bisschen anheben und fallen lassen. Natürlich auch
twitchen. Aber so richtig kommt da nichts bei raus. Und schade, dass die Barbe auch nicht nochmal will. Da hinten ist es aber tiefer. Oh, da gehen sie wieder ab. Und da ist er. Könnte wieder eine schöne, ja, ist wieder eine schöne Karausche. Also ist hier eine schöne Karauschenecke, ein halbes Kilo. Naja, ist jetzt keine große, aber wie gesagt, sehr, sehr hübsch. Auch ein sehr, sehr schöner Fisch. So, dann holen wir die wenigstens noch zu Ende rein hier. Vielleicht haben wir ja noch den einen Biss. Das wäre ja was. Das wäre ja was. Kurz vom Ufer, Kollege Hecht, überlegst du nochmal? Nee, der hat noch Ruhe. Hat sich schon Wanst voll geschlagen mit kleinen Plötzen. Gut, dann holen wir die Grundrute aber auch nochmal rein. Ist ja klar. So, wenn wir jetzt auf den Schleinspot fahren, mache ich hier natürlich mal wieder meinen Krebs dran. Ein Haken. Gleich ein bisschen kleiner, also ich will auf jeden Fall noch mal auf Schleie gehen und eine Bucht ist eigentlich immer Schleinspot. Hier scheinen die Karauschen zu stehen. Das ist gut zu wissen. 2 oder 1, so, nehmen wir mal einen 2er dran. Gut. So, wo ist er? Da ist er. Zack, weg vom Boot. So, jetzt läuft das Ding. Jetzt muss ich nur mal schnell aufs Tablet gucken, wo das war. Eine Ecke zu fahren. Hier vorne denke ich, entweder die oder die. Ich fange natürlich immer erstmal bei der ersten an. Ah, da haben wir ein Stückchen zu fahren. Hohohoho, ist das laut, Junge, das Ding. Das macht richtig Alarm im Darm. Wollte ich natürlich nicht. Okay, jetzt hier irgendwo weiter links. Können wir nämlich auch anlegen. Hier ist eine schöne Bucht. Gut, kommen wir nicht weiter rein, aber. Oh, da hinten. Ach, das ist die Felswand. Ja, da hat man ja komischerweise nichts gefangen bei der Felswand. Na gut, wir probieren einfach
wie immer aus. Ich weiß auch gar nicht. Ist aber noch doch. Ist noch eine sehr schöne Zeit hier in der Nacht. Dann keine Zeit vertrödeln. Gucken, wie weit das Ding hier rein kann. Ja. Jetzt ist er da. So, schauen wir doch mal. So. Ja. So, da haben wir das Ding natürlich einfach hier in der Mitte. Das ist natürlich. Ist nicht sehr weit, gell? Das. Haben wir wirklich nicht tief. Na egal, wir machen erstmal. Jetzt habe ich das Ding noch weiter vorgezurrt. Die Phoenix. Da wollte ich mir. Komm, wir machen jetzt einfach mal einen Shiner dran. Es geht schon zur Sache. Was ist denn da los? Bei 1,2 Meter. Aber das spielt ja auch keine Rolle eigentlich. Es ist ein bisschen größer als eine Karausche. Ui! Das ist ja schon. Das ist schon eine schöne Schleie. So welche fange ich im Jahr. Ich sag mal. Kommt drauf an. 2018 habe ich extrem viele gefangen. Bestimmt so 30. Dieses Jahr. Dieses nicht, aber 2019 so 20. Und 20 auch so. Ja, wahrscheinlich auch so gegen. Ja, obwohl es waren ein paar mehr. Vielleicht 22, 23. Schöne Tiere. Sind auch ein paar Fotos dabei. Oh, herrlich! Ja, natürlich mit der Route kann man damit XP nicht rechnen. Das ist natürlich klar. Aber was ist das denn? Es ist doch eigentlich eine Mini-Bucht. Ach, hier, guck mal, da ist nur. Hier ziehen wir mal noch ein bisschen rein, oder? Oh, aber cool. Das ging auch recht fix. Ich wollte eigentlich noch mal. Zweier Haken. Machen wir uns mal einen 1-0er dran. Das werfe ich mal. Mal gucken, wie weit komme ich denn. Ah, hier so hinten. Ne? Vielleicht lebt da noch mal Kollege Hecht irgendwo. Das wäre ja auch richtig cool. Jetzt noch einen richtig fetten Hecht. Schön auf Köfi. Köfi, wo ich noch keine Angler-Slang kannte, dachte ich immer, was meinen die damit? Was wollen die heute schon wieder Köfi essen? Also zum Döner oder irgendwo hingehen? Oh! Leute! Der Schleien sind los! Nee, das ist keine Schleie. Das ist schon mal. Doch, das kämpft. Auf jeden Fall ein bisschen größer, wenn dann. Die könnte schon 35 sein. Ja, was ist das? 34, aber die hat ja 1,5 Kilo schon. 406. Oh, guckt ihn euch an. Der schönste Friedfisch auf jeden Fall. Coole Sache. Also 2-0er Haken passt perfekt. So, ist da was an der. Ah, das war nichts. Leute, ich glaube, da geht was an die Pose, oder? Ich sehe das gerade ganz bescheiden. Ganz bescheiden sehe ich das. Oh, das war mein Fehler. Aber das sieht so aus. Jetzt würde den Köfi irgendjemand verfolgen, oder? Was? Oh. Da ist schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das ist was Kleineres. Aber da ist schon wieder was dran, Leute. Ich wollte gerade erst mal ablegen. Wieder eine schöne Schleie. Ey, Leute, ich glaube,
Wir steigen noch auf. Ich glaube, hier, irgendwo habe ich den immer hingeworfen. Das ging ja so schnell jetzt. 1,2 Meter war es da tief. Also den Punkt, den könnte man sich wahrscheinlich auf jeden Fall mal markieren. Obwohl, das vergesse ich ja eigentlich auch nicht. Das vergesse ich ja auf keinen Fall. So, wo ist denn unser... Vielleicht ist ja hier auch... Hier ja dann doch mal der Zander unterwegs. Lasst es uns herausfinden gemeinsam. Wenn nicht der Zander, dann vielleicht ein schöner Barsch. Das wäre jetzt noch so Sahnehäubchen. Na, ja, ich sag mal eine anständige Barbe. Trophyschleier. Normale Karauschen. Eine kleine Mininase, die ist jetzt nicht so besonders, obwohl als Fisch für mich schon, weil es die, wie gesagt, bei uns auch nicht gibt. Aber so langsam können wir schon ein paar Spots hier in Frankreich. Cool. Coole Geschichte. Wie immer, danke an euch, danke für die Kommis, für die Likes, für die Aufrufe. Einfach. Bitte gerne. Oh nein, der hängt schon dran. Da hängt er schon dran. Hat wieder losgelassen. Hat zu groß. Oh, das war super. War mal schön kurzer, ordentlicher Widerstand. Nein, danke für euer Feedback allgemein. Gerne mehr davon. Gerne mehr Kommis, mehr Likes, weitererzählen. Würde mich sehr freuen. Da bin ich immer sehr, sehr gespannt dabei, wenn ich was von euch lese. Und ein paar kleine Tipps. Wie immer, gerne unter das Video packen. Werde ich mir auf jeden Fall durchlesen. Und natürlich auch, soweit es mir möglich ist, beherzigen. Und erfüllen. Ah! Och Mensch, der Biss kam von unten. Das könnte ein Zander gewesen sein. Er hat den Köder jetzt richtig hochgedrückt. Oh, das würde ein schöner Zander oder wirklich ein schöner Barsch. Ich sage ja, Sahnehäubchen wäre das. So, jetzt scheinen die Schleien ein bisschen. Oh, und da ist was. Da ist was Kleines. Das könnte. Könnte Kollege Bosch sein. Ah, ein Zander. Schön. Schön. 1,74 Kilo. Das wusste ich doch, dass du Kerlchen hier unten erstmal besitzt. Sehr schön. Der bringt uns auch recht gut weiter. Nachtschicht. Fangen Sie eine bestimmte Anzahl von Fischen während der Nacht. Wie habe ich die jetzt bekommen? X-Series Prometheus Angelmütze. Ja, ist das geil! Ist dir mein Rucksack jetzt? Hier, zeige mal das Zeugnis. Nee. Oh, das wäre so geil gewesen. Aber geil, wir kriegen einfach erstmal eine Nachtmütze geschenkt. Ich habe schon überlegt, ob ich mir eine kaufe mit Stirnlampe. Ja! Ha, schön, Leute. Es läuft ja. Heute läuft es mal wieder wie am Schnürchen. Ja, der letzte Part war ja so ein bisschen schwierig. Gut, wir haben viel erkundet, aber trotzdem. Da ging ja jetzt nicht wirklich extrem viel. Dafür ist es heute umso besser. So, jetzt nehme ich aber mal die Grundrute nochmal in der Hand. Mal gucken. Fräulein Schleier oder Herr Schleier. Das erste Mal hatte ich so ein bisschen weiter hier reingeworfen, gell? Und jetzt auch nochmal, da war's. War auch so 1,2 Meter. Das war eindeutig zu weit. Auf 20 Meter. Gut. Machen wir mal so. Soll ich so tun, Frau Glühr?
okay. Aber so ein schöner Zander ist nicht zu verachten, deswegen. Komm mal her, mein Junge. Komm mal her. Komm du mir mal nach Hause. Oh, und sie. Aha, uns klingelt schon wieder. Eine kleine. Nee, das, ja, das kann auch. Das muss keine Schleife sein. Doch, och, eine ganz niedliche kleine. Die geht sofort wieder zurück. Die ist wirklich ganz niedlich. Na, idlich. Zack. Ah, jetzt nochmal schön ein Zander. So, der fliegende Puff ist auch wieder unterwegs dort oben. Jeder, der nicht weiß, was ich jetzt meine, schaut die Videos davor an. So. Jetzt ist doch tatsächlich hinter mir der Bussard lang geflogen und hat sich hier einen Fisch aus dem Kescher geholt. Habt ihr das gehört? Ah, doch ein bisschen mehr. Schon mehr raus hier mal. Nur schade, dass an der Pose wirklich nichts geht. Die könnte ich jetzt natürlich noch mal hier vorne präsentieren. Das mache ich auch noch mal. Ich lasse den mal absinken hier. Nee, das war natürlich falsch, wa? So. 1-0 Haken ist jetzt nicht wirklich riesig, also. Großer Barsch. Der mag, glaube ich, den Regenwurm. Ich werde es mal probieren, Leute. Einser Haken. Ein ganz normaler Regen, Johnny. Der sollte doch funktionieren. Vielleicht nicht ganz so weit. Ich kann ja hier mal so hinwerfen. Dass wir die Pose auch noch ein bisschen sehen, wenigstens. Jetzt geht es wieder abzuwarten. Und schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, auf was für Spiele ihr euch dieses Jahr so freut. Das würde mich auch mal sehr interessieren. Können wir vielleicht sogar so ein bisschen Smalltalk betreiben und ein bisschen diskutieren. Natürlich könnt ihr das immer gerne in meinen Kommentaren tun. So, aber wo ist jetzt der Kollege Zander? Vorhin hat es mir doch so oft reingetockt. Irgendwo muss er doch sein, oder? Ich glaube, das ist ja auch unser letzter Tag erstmal vorläufig hier. Naja, aber ich komme auf jeden Fall wieder. So, Grundrute ist ruhig. Irgendwie finde ich den Spot nicht mehr. Der war nicht so weit hinten. Der war nicht wirklich weit hinten.
Also wenn die jetzt einmal in der Nacht so gebissen haben, dann sind da garantiert noch welche. Auch ist komisch, dass nur die Schleie beißt. Das wundert mich so ein bisschen. So, und hier etwas näher am Rand. Vielleicht sind da auch schon irgendwie abfallende Steine oder sowas. Steinschüttung, das mögen ja Zander auch sehr gerne. Deswegen habe ich ja eigentlich extra an der Felswand geangelt im letzten Part, aber da konnte man, wie gesagt, keinen überlisten. Gut, es war am Tag, aber trotzdem. Aber schön, wie die Grillen hier zirpen. Das. Ha! Das gefällt mir. Aber es ist jetzt so, ja, es ist wirklich eine Flaute gerade. Beißflaute. Tut sich nicht wirklich viel. Keine Rute. Mann, schöner Wels, das wäre halt auch cool. Was haben wir noch? Doppelschwanz Grub. Ich glaube, Grub wollten sie nicht haben. Kannst hier auch noch mal den kleinen Gummifisch probieren, natürlich. Macht jetzt ja von der Wurfweite einen Bock nicht wirklich fett. Oh, die Trophäenschleie, was für ganz schön dick. Also 34 cm ist natürlich bei Weitem nicht das, was es noch an richtig großen Schleien gibt, aber auf jeden Fall auch nichts Schlechtes. So, und da ist wieder vielleicht einer. Ja, das könnte wieder so eine fast 30er sein. Ah, 25. Also aufsteigen will ich schon noch. Das will ich schon noch. Cool, cool, cool. Also haben wir schon mal wirklich einen mega guten Schleinspot gefunden. Das steht fest. Und die zerren halt auch gleich ordentlich los, gell? Also das Spiel hat es auch, schafft es auch gut zu vermitteln, wenn die Schleien größer sind. Kämpfen die auch ordentlich. Lassen sich nicht einfach leicht überlisten und rausziehen. Das ist nicht den ihr Ding. Verfolgt jetzt was die Pose? Nee, ich denke nicht. Wo es gerade mal den Anschein hatte. Ah, Bumsballon 3.0 kommt jetzt. Aber keine Zander, kein einziger richtiger Fischkontakt, muss ich sagen. Kein Fischkontakt. Gar nichts. Also, ich hab mich. Also mit der Spinnrute. Ach Leute, und ihr wisst ja, ich bin auch, wo das immer nicht so zusammenpasst, ein bekennender Formel 1. Oh! Nein! Formel 1 und Wrestling-Fan. Auch wenn das für viele nicht zusammenpasst. Und ich freue mich sehr auf die nächste Saison. Wenn ihr Fan seid, schreibt mir gerne mal. Na, da haben wir doch schon einen schöneren Zander erwischt.
Könnte noch mal einen kleinen Ticken schwerer sein. 1,9 Kilo. Ja, und Levelaufstieg. 700 Raketen. Sehr schön. Da gucken wir doch mal, was wir alles freigeschalten haben jetzt. Was haben wir denn? Level 27. Endlich. 1500 Raketen. Ein Coin. Es gibt jetzt die Wasserkugel Helios 3000. Oh, 04er Schnur. Ist geil. Schöne neue Bestchicks. Den Frosch als Köder. Sehr geil. Jigkopf 6-0er. Meine Güte, 30 Gramm. Schöne Würmer. Neue Route, neue Rolle. Die Tora 290. Neue Crankbites. Das ist interessant. Den werde ich mir auf jeden Fall holen. Auch noch ein schöner flachtauchender Crankbite. Der ist auch gekauft. Die Big Ellie 450. Auch nicht schlecht. Ist nochmal besser als unsere. Big River 6000. Sehr geile Grundrute. Wirbelblei, Monovorfach. Oh, schöne Runner haben wir auch dabei. Schöne Wobbler hier. Carolina Rig, Fluorcarbonvorfach 038er. Sehr schön. Ist auch gekauft. Cool, Leute. Knochenhechte-Trophäen. Okay, da gibt es jetzt auch eine neue Mission. Naja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es hat mich sehr gefreut, wie immer. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, hier angelt Affenkönig dämlich. Das war Part 66. Macht's gut und ciao, euer Affenkönig.